Hey, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Chilos TV, eine weitere Folge in unserem Let's Play Together Format Anno 1800, heute wieder an der Reihe, mit dabei Floschbert. Hallo. Ey, viel zu viel der Ansage, eigentlich hätte ich sagen müssen Floschbert. In der letzten Folge haben wir Alonso Graves ein bisschen geärgert, ich glaube nicht, dass ihm das so sehr wehtun wird. Die Insel ist auch tatsächlich immer noch nicht übernommen, ich kenne das Prinzip auch ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn dieser Timer hier oben die 11 Minuten 50 abgelaufen sind, dann wird irgendwas Fantastisches passieren. Ich hoffe irgendwas Fantastisches, dass mir ein Portal an die Tasche spielen wird. Meine beiden Linienschiffe, wie ihr hier unten seht, sind gerade auf dem Weg in die neue Welt. Ich würde da ganz gerne heute noch eine Insel erobern, um Schiff und endlich Baumwolle anbauen zu können. Ja, könnt ihr... Endlich geht es los. Er haut schon wieder ab, der kleine Bastard. Nee, ich bin gerade hier schon wieder am Kämpfen. Wo kämpfst du? Wo kämpfst du? Alonso Graves hat hier mal wieder ein kleines Schiffchen zu mir geschickt. Ich glaube, das möchte gerne verprügelt werden. Wieso ist das so schnell? Das kann doch nicht sein. Boah, ich glaube, die Piratenslot ist auch ziemlich stark, ey. Sieht aus, als hätte da überall Asymmetrie. Ja, die hat so dicke Kanonen. Stehen. Ich bin ja schon einmal rangefahren. Das Problem ist vor allen Dingen, dass die Dinger halt auf unglaubliche Reichweite schießen. Das ist eigentlich das größte Problem. Aber ich denke, das Ding werden wir auch ausräuchern. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Piraten... Ja gut, okay. Schiffe abdrehen, das hat keinen Sinn. Der ist zu schnell. Wir bewachen hier die Meerenge. Okay, meine Schiffe sind nicht mehr zu sehen. Oh, wir schlingern jetzt ungewiss. Ich hoffe mal, dass die gleich irgendwann... ankommen, damit ich endlich eine Insel übernehmen kann. Auf meiner Insel hat sich seit dem letzten Mal eigentlich nicht viel getan. Ich habe in der letzten Folge hauptsächlich mit Floschi zusammen Krieg geführt, konnte demnach nicht so viel bauen, da ich mit Sicherheit noch nicht so weit in Anno bin, dass ich multitaskingfähig bin. Die Versorgung ist soweit sichergestellt auf meiner Insel. Ich habe jetzt mittlerweile so ein paar Waren, die ich verkaufe. Hier zum Beispiel die Kleider, die sind letztens rausgegangen, weil ich einfach genug davon habe. Hier Segel, habe ich mittlerweile 240 Tonnen, kann ich nichts mit anfangen. Von daher, Kanonen habe ich in Auftrag gegeben. Ne, habe ich gar nicht in Auftrag gegeben. Die wollte ich aber ganz gerne kaufen. Also, nur kaufen. Mal gucken, ob ich eventuell mal ein paar Kanonen kaufe. Geldtechnisch ist ja eigentlich alles in Ordnung. Bilanz sieht auch noch ganz gut aus, auch wenn nicht mehr so mega krass wie in der vorletzten Episode. Aber, sollen wir mal schauen, ob das Schiff schon angekommen ist. Wie viel Kohle hast du jetzt zurzeit? Also ich, also Tiger hier gefühlt mit 360.000 rum. Gefühlt. Wir nehmen jeden. Oder... Ich habe 20.000. Das nennt man dann nicht gefühlt. Doch, ich fühle das einem Feeling. Also ich habe aktuell 500.000 Cash. Und ja gut, ich habe natürlich auch noch, meine Kreditkarte ist natürlich auch noch gut gedeckt. Ne? Also nicht von dem Konto, was ich jetzt hier habe mit 360, sondern ich habe ja noch Wollen ein zweites Konto. Hintergehen? Auf einer dritten Insel, die du gar nicht siehst, die ist nämlich in der neuen Welt. Da habe ich, glaube ich, noch so 250 und der Beschuss. Millionen, glaube ich, drauf. Ja, ich glaube da kein Wort. In die Takelage! Was ist denn hier los? Warum denn? Wieso greift er mich an? Der kommt hier mit seiner kleinen angeschlagenen Fregatte und will mein Linienschiff umhauen. Ja, komm, du fährst einfach weiter. Ihr Hafen wird angegriffen. Bam, ineinander gefahren, kaputt. Ein Schuss noch. Ist auch geil, dass die Schiffe dann einfach stehen bleiben. Wie gesagt, die KI. Jetzt habe ich schon wieder ein Feuer. Ach, der greift mich hier schon wieder. Jetzt will er es aber auch wissen, ey. Ein Feuer ist ausgebrochen. Piraten. Der kommt hier von allen Ecken und Enden und greift mich an, ey. Ja, jetzt hast du noch. Jetzt ist Piraten. Das ist alles Graves. Der hat jetzt schon wieder drei Fregatten verloren, weil er die völlig sinnfreierweise auf meine Schiffe gehetzt hat. Also total stumpf. Ja gut, ja, aber das ist ja auch schon wieder so. Was erwartet der sich? Kann das so gedruckt werden? Erwische ich sie bei besonders gut Paradies auf Erden. Das sieht gut aus. Dankeschön. Kompromissloser Journalismus. Ja, gut. War jetzt ein kurzer, wenig intensiver Kampf. Gelaufen. In die nächste Linienschiff ist auch schon wieder fertig. Genau, du gehst mal im Looten und dann gehst du mal im Reparieren. Was haben wir hier oben? Hier ist auch noch Loot. Ich schade, dass man das nicht direkt sehen kann, was das ist. Dann wüsste ich, ob es sich lohnt, da hinzu. Da schon wieder bekommen. Ein Huhn. Wow. Ein Huhn, das ich in den Zoo packen kann. Okay. Ne, das wollte ich gar nicht. Wo hast du das denn her? War jetzt gerade, ja, genau, Treibgut. Sind meine Schiffe mittlerweile da? Ne, immer noch nicht. Wo sind die denn? Die stehen immer noch am Kartenrand, sehe ich irgendwie. Oh, Leute, ihr sollt schwimmen.
Schwebt. Versteh das nicht. Du gibst dem... Ein Feuer ist ausgebrochen. Ah, was ist hier los? Habe ich hier überhaupt eine Feuerwehr oben? Nein. Die Qualität ihrer Stadt hat sich verringert. Habe ich hier eine Feuerwehr? Ich glaube nicht. Oh, oh. Tinky Winky. Ich muss mal eben schnell eine Feuerwehr bauen. Wohin? Wo kann ich die noch hinbauen? Oh Gott, hier ist alles so voll! Ich baue die hier hin. Und dann, eine Straße. Oh Gott. Ich da eine Feuerwehr? Ich habe hier überhaupt gar keine Feuerwehr. Ich glaube, ich muss mal ein paar Feuerwehren hier hinbauen. Habe ich überhaupt eine Feuerwehr gerade gebaut oder was habe ich da gebaut? Ja. Nee, eine Weberei habe ich gebaut. Nee, doch, Feuerwache. Puh. Und hier noch eine hin und hier kommt auch noch eine hin. Oder? Wo sind denn meine Bode hin? Du pennst doch, ja. Alles erstmal wieder mit Feuerwehren abgedeckt hier. Du? Was ist das? Wieso? Jetzt umgesetzt? Jetzt los. So. Okay, jetzt sind meine Schiffe losgefahren, endlich. So, was hast du hier noch aufgenommen? Leinen los. Rum. Sehr schön. Dann bringen wir das mal eben kurz in den Hafen. So. Jetzt schon angekommen. Naja, gut, die müssen jetzt wahrscheinlich nur noch kleine Zeit müssen die noch fahren. Ist ja logisch. Wäre auch irgendwie Quatsch, wenn die sofort ankommen würden. Das wird auch eine etwas weitere Reise. Gut, hier klappt soweit alles. Feuer wütet nach wie vor. Ein gutes Regnen zum Glück. Ich hoffe mal, dass das ausreicht, um das Feuer in den Griff zu bekommen, weil meine Feuerwehr braucht noch eine Zeit, bis sie ready ist. Alles kaputt! Eine Krake, ja, ist was klar. Was für eine Krake? Ach, bei deiner Expedition? Bei mir. Ja. Das ist die Frage. Angreifen. Tue ich es oder hau ich ab? Sei kein Fisch, Feigling. Mit ihrer aktuellen Ausrüstung ist ihre Expedition unzureichend vorbereitet. Dieses Unterfangen gleicht einem Glücksspiel. Ah, ich liebe Glücksspiel. Dann viel Spaß. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier überhaupt gar keine Verbindung. Das heißt... Die Flammen sind außer Kontrolle. Und wo kommen die denn jetzt und löschen? Können die denn trotzdem löschen? Wie lange kann man diese Expedition eigentlich fortsetzen? Oh, fuck, ey. Der Graves hat jetzt mittlerweile zwei Kanonen da oben hingebaut. Ich dachte, du hast die Insel schon eingenommen. Ja, hier läuft auch ein Timer. 17 Minuten. Na gut, irgendwas muss dann ja passieren. Kellenberg, die wir gerade eingenommen haben, hat noch 4 Minuten. Die Insel wurde kürzlich erobert und befindet sich in einem vorübergehenden Waffenstillstand. Ein Waffenstillstand vorbei und Insel gehört immer noch Alonso Graves. Das wäre doch geil. Das wäre auch danke für nichts. Weißt du, was der Gag ist? Alonso Graves hat immer Schweine an Bord. Jedes Mal, wenn ich eins seiner Schiffe zerstöre, hat das Schweine an Bord. Oh, der Loot ist gerade weg. Ist halt ein Schweinepriester. Schweinepriester. So, ich wollte hier noch ein paar. Ah ja, Bierbrauereien bauen. So, ist denn hier jetzt das Feuer mittlerweile gelöscht? Gut aus. Ah, da brennt noch ein Gebäude, brennt noch. Aber das Feuer ist soweit unter Kontrolle. Bilanz steigt wieder. Einfluss ist auch gut. Läuft alles. So, jetzt lässt mal das Feuer hier, damit ich die Gebäude wieder aufbauen kann hier. Wo brennt's denn noch? Brennt's noch irgendwo? Nee. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ja, chill. Dann wieder aufgebaut und ist alles gut. Das war's, glaube ich. Ja. Alles ist wieder am Arbeiten. Der Status Quo ist wieder hergestellt. Neue Befehle? Ich bin gerade am Überlegen, was ich da nochmal mit meinen Kriegsschiffen machen könnte, mit meinen Linienschiffen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was jetzt in 2 Minuten 20 passiert.
2, 3, 4, 5 plus Geschützstellung. Sehen Sie sich nur an. Boah. Stolz zurecht. Gerne. Also wir können auf jeden Fall auch unsere Graves Hauptinsel gleich angreifen, wenn wir Schiffe... Oh, der hat aufgerüstet. Der hat jetzt Ingenieure, der Bastard. Und der hat auch schon Eckelzitret. Alonso, ich glaube, du wirst in einer der nächsten Runden nochmal richtig auf den Popo bekommen. Es tut mir leid, aber... Was baut der denn hier für komische Straßen, ey? Sind doch meine scheiß Schiffe. Ey, wieso schlafen die? Ach, die sind komplett weg jetzt vom Bildschirm, okay. Bin ich ja mal gespannt. Hm. Die sind tatsächlich einfach weg. Zwei Kanonen noch, dann kann ich das nächste Linienschiff herstellen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Also du musst auf jeden Fall zugucken, dass du die neue Welt möglichst früh eroberst, damit du relativ schnell anschließend die höherstufigen Waren herstellen kannst. Also wie jetzt zum Beispiel Pelzmetal, weil du hast jetzt halt echt hier so ein Loch. Also ich warte jetzt halt darauf, dass meine Linienschiffe in der neuen Welt ankommen. Dann muss ich da erstmal die Insel hochzüchten, was zum Glück relativ schnell gehen wird, weil ich direkt relativ viele Rohstoffe mitgenommen habe. Aber trotzdem dauert das halt alles. Ist halt ein bisschen doof irgendwie. Du, ich bin noch nicht mehr in der neuen Welt. Ja, aber also rein theoretisch kannst du ja, glaube ich, ab dem ersten Häuschen Handwerker, meine ich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, kannst du ja direkt das Schiff losschicken. Und das sollte man eigentlich auch machen. Alles andere ist halt einfach nur Verzögerung. Das ist halt Blödsinn eigentlich. Ja, ich habe jetzt auch zum Beispiel... die Insel von dem Graves ja in meine Obhut genommen und habe jetzt auch bei meiner Gesamtbevölkerung leiden. Auf einmal Ingenieure, 50 Stück. Nice. Aber gut, ich kann halt keine Gebäude für Ingenieure bauen. Aber ich habe jetzt halt also Kellenberg ist jetzt soweit der Timer durch. Da hat sich aber anscheinend überhaupt nichts geändert. Abgesehen davon... Er hat jetzt einfach nur noch... Also oben siehst du ja, wenn du jetzt auf Kellenberg klickst, da ist ja rechts dieses Torendiagramm. Und das sind halt quasi unsere Anteile. Also ich habe halt 4, du hast halt 1. Und ihr Anteilseinkommen ist jetzt halt bei plus 176. Aber dafür nehme ich doch keine Insel ein. Für 176 Kröten, das ist doch ein Witz. Ich könnte meinen Anteil für 9000 verkaufen. Ich frage, ob das nicht eventuell sogar sinnvoll wäre. Oh, ich muss mal kurz zu meiner Expedition. Die ruft wieder nach mir. Ja, ich könnte die jetzt auch alle für 9500. Ach komm, ich lasse das Passive laufen. Scheiß drauf. Ist ja lustig, dass er für mich arbeiten muss, der Knecht. Finde ich eigentlich ganz witzig. So, was sind das für Schiffe? Warum fahren die jetzt schon wieder? Ach, er fährt da. Bald klebt dein Blut. Also diese Beryl O'Mara, die ist ja mittlerweile auch überall. Ne? Also guck dir mal an, wie viele Schiffe die alleine hat. Schätzchen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Achtung, Admiral, haben wir hier schon direkt eine Insel, die ich benutzen kann, die ich missbrauchen kann. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Baumwolle gibt es. Da sind ein paar viele Flüsse hier. Stört mich. Komm, wir fahren noch mal ein bisschen durch die Gegend. Und noch mal. Ja, ihr sollt im Verbund fahren, bitte. Ich brauche Kampfkraft. Danke. Also die Überfahrt dauert auf jeden Fall extrem lange. Meine Schiffe sind jetzt gerade angekommen. Ich glaube, die waren wirklich 10 Minuten waren die unterwegs, Viertelstunde eventuell sogar. Schon heftig. Doch, ich kann momentan nichts machen. Ich kann eigentlich nur Schiffe produzieren. Ja, dann mach das. Warum die den Schiffen in Auftrag geben? Also ich würde gleich den nächsten Angriff starten, theoretisch. Ich habe jetzt gleich wieder 4 Linienschiffe hier in der alten Welt. Also wenn du möchtest, könnten wir dann gerne nochmal bei Alonso Grace vorbeifahren und dem mal kurz Hallo sagen. Das hat er sich so ein Stück weit verdient. Sie haben an Einfluss gewonnen. Man könnte eventuell sogar mal drüber nachdenken, dann die südöstlichste Insel anzugreifen, weil die hat er aktuell nur beschützt mit 3 Kanonentürmen und 2 Geschütztürmen. Ich sehe weiß, wo gerade seine Fregatte durchdreht, ja. Seine, ja, ja. Clipper ist es bei mir, ja, also ein Handelsschiff. Clipper.
Ja, ich weiß, du kennst dich nicht so gut mit Schiffen aus, aber... Ist ja auch... Wir Menschen von der Küste kennen uns nicht so mit Schiffen aus. Ist immer so geil, wenn meine Linienschiffe versuchen, hinter diesen kleinen Kanonenbooten der... Was hast du denn? Ja, ich wollte mal eben kurz eine... Ich wollte mal eben kurz eine Geleitschutzaufgabe für die Troller im Computer. Ich krieg dann nämlich einen Bison für meinen Zug. Oh, krasse Scheiße, Floschi, geile Sache. Wollen wir hier jetzt mal machen? Wie macht man das denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Nutztiere. Aber warum kann ich das denn nicht ausrüsten? Da. Zack, und Schweine will ich auch haben. Ah, cool. Jetzt habe ich Schweine und Hühner in meinem Zoo. Der beste Zoo aller Zeiten, ey. Ist das schlecht. Nun, wow. Oh, ist das schlecht. Boah, wie weit ist das Schiff denn weg, ey? Habt ihr hier die kleine Fregatte platt gemacht? Ja, sehr gut. Komm, dann könnt ihr auch noch mal kurz den Scheiß da einsammeln. Meldet sich zum Dienst. Du das mal bitte, Fregatte. Danke. Okay, aber mein Zoo läuft jetzt. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Publikumsmagnet. Mal jetzt natürlich gucken, dass man den irgendwie ein bisschen schön baut. Mit Straßen und Wegen und so. Ich denke, das ist auch, wenn man das mal so macht. Nee, warte mal. Machen wir anders. So. Das funktioniert leider nicht. Ich frage, wie man da jetzt schön baut. Was für Wege und Plätze sind denn da möglich, dass man. Dass das gut aussieht? Warte mal, wie sieht es denn bei denen aus? Baut der sein Kackzoo? Überhaupt ein Zoo? Ich habe aber bei der Dame habe ich gerade schon irgendwo ein Zoo gesehen. Ich weiß es nicht mehr, wo es war. Wo war es denn? Doch irgendwo gerade ein Zoo gesehen. Habe ich mir doch gerade schon angeguckt. Bin ich denn? Ah ja, genau, da war's. Ne, tatsächlich. Die hängen alle relativ dicht beieinander. Und werden quasi nur über interne Wege abgegrenzt. Ja gut, dann baut man das Ding tatsächlich einfach so wild drauf los. Dann ist das so. Alter, wie viele Besucher hat der denn? Bisschen gaskrank. Ja, Museum genau das gleiche. Man kann halt höchstens drumherum so ein bisschen Deko bauen, sag ich mal. Würde ich dann gleich auch mal in Angriff nehmen. Dass der ein bisschen hübscher wird. Fällt mir so nämlich nicht. Boah, dann kann ich die nämlich schon mal reißen. Und dann die. So. Wow. Muss man die auch noch tatsächlich ausrichten? Das ist natürlich ganz doof. Ecke in Ecke. Und nochmal eine gerade Ecke. So, wir machen das zumindest schon mal so ein bisschen schön. Jetzt muss ich mich erstmal wieder um die neue Welt kümmern. So, wo sind meine Schiffe? Die schwimmen da hinten rum. Was ist hier für eine Insel? Hier gibt es auch Baumwolle. Ach, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Oh, ist auch schon echt schön gemacht. Wahnsinn. Also Anno ist schön. Da kann man nichts anderes zu sagen. Komm, die Insel nehmen wir doch auch gleich im Schlag. Schiffe zurück. Ist so geil. Hast du das auch schon hier? Bei meiner Expedition habe ich jetzt die Fragezeichen. Die Mannschaft wird wirklich einen schmerzhaften Juckreiz geplagt. Vom Leutnant bis hinab zum Pumpenhalter verdrehen und verrenken sich alle in ihren Kojen und können nicht schlafen. Es wirkt sich auf die Ausführung der einfachsten Aufgaben aus. Also muss etwas getan werden. Ich glaube jetzt als eine Auswahl ist ganz witzig, sich mit dem Kratzen abfinden, das ist normal auch sehen. Nett. Oh, machen wir das hier mal ein bisschen schön.
Pavillon hin. Bei Gärten. Eckige Hecke. So. Was meint ihr, Leute? Das sieht doch ganz hübsch aus, oder? Wie viel runter darf man die Moral denn eigentlich kommen lassen? Ich bin jetzt mittlerweile bei 55. Ja, ich war auch gerade irgendwie bei 55 oder so um den Dreh. Also, passt noch. Ah. So. Ich hab's geschafft, ich bin jetzt in der neuen Welt. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in der neuen Welt. Ich hoffe, du hast schon direkt Material mitgebracht, dass du dir gleich... Oh lol, direkt ist der Graves hier. Ich kann jetzt auch gar nicht... Der kommt in der Fregatte, was will er machen? Ich komme dir entgegengeschwommen. Warte, meine Linienschiffe kommen dir entgegen. Jag den. Neue Ziele? Der Wind kommt jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Wobei, wenn ich mich so hinbringe... Kommt, Leute, den fangen wir ab. Schieß doch auf ihn, Alter. Ja, ich komme ihm gleich entgegen, also kein Problem. Du schickst ihn jetzt quasi gerade direkt in meine Linienschiffe. Der schwimmt direkt auf meine Linienschiffe. Deine Jagdgründe. Zu. Der wird gleich nicht mehr viel machen können. Du hast aber noch ein Schiff am Arsch, glaube ich. Und ein Kanonenboot hast du noch am Arsch. Hallo, Grace. Guten Tag. Moin, willkommen in der neuen Welt. Stehen bleiben, kämpfen. Leute, bleibt stehen. Leute. Boah, ist die KI schlecht in dem Spiel. Scheiße, wie komme ich wieder in die Alte? Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Ne. Also die KI ist einfach nur furchtbar. Richtig, richtig schlecht. Macht absolut keinen Spaß. Du musst alle Befehle musst du selber geben. Das Schiff kommt auf gar keinen Fall auf irgendeine Idee, mal irgendwas anzugreifen. Ich habe es jetzt gerade tatsächlich, obwohl er direkt auf mich zugeschwommen ist, habe ich es geschafft, nur eine Kanonensalve pro Schiff rauszujagen. Weil die Schiffe einfach weitergefahren sind. In die Takelage. Naja gut, bauen wir hier mal unser Kontor. Mal langsam auch sich ein bisschen Grund reinbekommen. Segel setzen! So. Ist natürlich geil, dass du. Ich dachte auch ehrlich gesagt, das wäre einfach nur diese eine Karte. Schiff unter Beschuss. Und jetzt, dass du da auf einmal. Noch eine nächste. Mega. Ich verurteile sie zu. So, den wollte ich jetzt kurz ausladen lassen. Sie wollen ja, ich brauch dein Scheißgeld nicht, verpiss you. Ei. So. Wieso ist denn die Moral so schlecht? Habe ich natürlich einen ziemlich großen Fehler begangen. Ich hoffe mal, dass das trotzdem funktioniert, wenn ich den jetzt gleich dahin stelle. Was sagt denn die Zeit eigentlich? Wir sind aktuell bei 23 Minuten 20. Wir haben also noch 5 Minütchen. Okay, Dani. Da brauchst du mich auch nicht fragen. Im Gegensatz zu gewissen anderen Personen, die hier anwesend sind, achte ich darauf. Schiff unter Beschuss? Ich habe damals auch mit nichts angefangen. Das ist ein Scherz, oder? Der greift meine Flotte von 4 Linienschiffen, also was du halt gesagt hast, mit einer Fregatte an. Ja. Sag ich ja, das ist total stumpf. So, wie baue ich denn hier jetzt die Zone? Wir bauen uns mal hier so rein. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So. Oh, das war natürlich schon wieder richtig schlau. Direkt der Start verkackt. So, wo ist mein Marktplatz? Marktplatz. So, da brauchen wir noch eine Straße zum Hafen. Und gebackene Bananen. Ach, jetzt muss man hier komplett neue. Neue Befehle? Neue Ressourcen. Ja, komplett neu, ist alles ganz neu. Wer kämpft denn da jetzt schon wieder? Oh. Ihr bleibt hier. Okay, komm, ihr könnt kämpfen. Ich habe die Kanone dabei, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ach, Flosch ist auch dabei, sehr schön. Der Hafen
Schiff wird angegriffen. Ich verstehe nicht, wie er es schafft, immer so schnell wegzukommen. Dranbleiben. Ich möchte, dass er dir den Arsch fickt. Und zwar richtig. Was ist überhaupt für eine, was ist das für eine Ölquelle, okay? Was? Wieso schießt sein Schiff die ganze Zeit und meins macht nicht mal Anstalten? Achten, mit wem sie schwimmen. Schießt er jetzt drauf, Mann. Gleich gluckern. Und auf Wiedersehen! Kann ich. Mehr als bereit. Was willst du? Raji? Nee, ich muss gerade was lesen. Ist ja nett, dass er seine Schiffe vorbeischickt, damit wir die kaputt machen können. Das ist ein guter Typ. Ich habe genug Arbeitskraft, ich kann bauen, Holz läuft, da ist ein neues Schiff rausgekommen. Jetzt brauche ich erstmal gebackene Bananen. Fischölfabrik, okay. Machen wir so. Cool, jetzt kann ich mir auch hier eine Insel holen. Ach du Scheiße. Das ist aber doch viel zu tun, muss ich sagen. Da musst du ganz schön mit Multitasking machen, wa? Oh, das kann nicht schnell, Junge. Das kann nicht schnell. Das ist nicht meine Welt. Das ist echt nicht meine Welt. 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Sekunden. Das passt doch. Kommt die jetzt hier hochgeschwommen? Ich hau da. So. Oh, da kommt ein Selbststeller. Dann fange ich nochmal an. Achtung, Admiral anwesend. Kleinen, was ist denn das? Das ist ein Kanonenboot, oder? Ein Schoner. Ja gut, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal den Cut, weil viel habe ich jetzt nicht mehr zu tun. Ich habe die Insel gerade etabliert, ein paar Ressourcen sind noch da, sodass ich halt nach und nach die Insel ausbauen kann. Hier nochmal kurz ein paar Häuschen hin. Essen ist jetzt ja bereit. Ich baue hier nochmal kurz die Gebäude fertig und dann... So. Ja. Es wird immer komplexer und komplexer. Ich denke mal, in der nächsten oder spätestens übernächsten Folge werdet ihr wieder einen neuen Kampf gegen Alonso Graves sehen können. Den werden wir auf jeden Fall nochmal kurz besuchen. Und ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, wie das hier jetzt in der neuen Welt weitergeht. Das sieht auf jeden Fall super interessant aus. Ich finde es auch cool, dass die hier einen komplett neuen Bausatz quasi haben. Also tatsächlich einfach anstatt eine Fischerhütte musste hier jetzt halt gebackene Bananen herstellen. Finde ich super cool. Richtig geile Sache. In die Takelage. Das ist auf jeden Fall wieder Anno, wie es früher mal war. Vom Gefühl her, macht echt Spaß. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns... Statt zu verhandeln, kann man sich auch etwas einhandeln. Lasst uns... Ich habe hier gerade noch eine Drohung. Ich gehe da, glaube ich, mal lieber drauf ein. Ich habe keinen Bock, hier in der neuen Welt auch schon wieder Sie sind zu Krieg zu haben. Gut, ich lasse mich mal momentan erpressen, das ist schon in Ordnung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da, einen Daumen hoch oder schreibt uns einen Kommentar, wenn ihr Anregungen, Kritik, whatever habt. Da würden wir uns mega drüber freuen. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.